Jetzt hat er also auch noch einen ETF. Also das war tatsächlich mein erster Gedanke, als Gerd Kommer am 21. Juni seinen eigenen ETF an der Börse in Frankfurt gelauncht hat, also an die Börse gebracht hat. Wie aufregend. Den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF. Ein ETF, der sich ganz bescheiden als eine ETF-Revolution bezeichnet. Und darüber will ich heute mit ihm reden und ich habe wirklich ganz viele Fragen. Herzlich willkommen, Gerd, hier im Geldfrau-Interview und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, Dani. Ich bin sehr gespannt auf unser Interview und ja, lass uns das einfach jetzt dialogisch entwickeln. Erstmal ehrlich gesagt, herzlichen Glückwunsch zu einem eigenen ETF. Ich glaube, das ist schon was Großes und du hast wirklich viel erreicht in den vergangenen 7 Jahren. Wir haben gerade kurz nochmal gesprochen. Du hast deine Vermögensverwaltung vor 7 Jahren erst gegründet, muss man ehrlich gesagt sagen. Du hast wirklich viel erreicht. Du bist Bestseller-Autor von den Büchern Souverän investieren oder kaufen oder mieten. Deine Vermögensverwaltung floriert. Du hast klein angefangen, bist jetzt wirklich deutlich gewachsen. Du hast der Nation die Vorzüge eines Weltportfolios geschenkt. Auch Finanztest, ne, redet über Weltportfolio, als würden sie darüber reden, über Aktien oder ganz normale Dinge. Du hast einen eigenen Robo-Advisor, also einen digitalen Vermögensverwalter. Wir reden jetzt über Factor Investing ganz öffentlich, so wie eben über Aktien oder Immobilien, Geldanlage, wegen dir, denke ich. Und jetzt hast du auch noch einen ETF. Ich glaube, du läufst auch mit einem großen Lächeln, mit einem breiten Lächeln durch die Gegend, könnte ich mir vorstellen, oder? Im Moment schon, ja. Okay, also es gibt, ich habe es nochmal nachgeschaut, aktuell ja etwa 1600 Aktien-ETFs tatsächlich zu kaufen. Also wir können tatsächlich in so viele Schreien investieren. Jetzt hast du noch einen eigenen dazugebracht mit dem Vermögensverwalter Legal und General oder End General, L&G. Ist denn L&G jetzt auf dich zugekommen mit dem ETF oder war das deine Idee und du bist zu denen gegangen? Ja, beides im Grunde genommen. Also, weil wir inzwischen schon so ein bisschen eine Größe sind im ETF-Markt, also auch schon vor 1,5 Jahren waren, wir setzen ja in unserer Vermögensverwaltung, in traditionellen Vermögensverwaltungen, die hier für sogenannte High Net Worth Individuals, also reiche Leute, wenn man so will, ist und dann noch auch in dem Robo, in dem man schon ab 5.000 Euro investieren kann, nur ETFs ein. Also, wir machen keine Einzelwertpapiere und so weiter. Und auch teilweise wegen der Bücher werde ich immer wieder angesprochen von den üblichen Verdächtigen im ETF-Anbietermarkt, ne? Also der ganz große Big Elephant, BlackRock, aber auch die 10 anderen wichtigen Anbieter von ETFs, weil die sozusagen im Rahmen ihres Marketings dann routinemäßig größere Vermögensverwalter ansprechen, so nach dem Motto: Sind unsere Produkte die richtigen? Gibt es irgendwelche Wünsche von eurer Seite, was wir anders und besser machen könnten und so weiter? Und im Rahmen eines solchen Gespräches von Legal und General oder LGIM heißt eigentlich die Tochtergesellschaft, die für ETFs zuständig ist, vor etwa 1,5 Jahren kam die Idee auf, weil LGIM in Deutschland so ein bisschen noch ein Nischenanbieter ist. Also in Großbritannien sind die sehr groß, da gehören die zu den größten Fondsgesellschaften überhaupt, wenn sie nicht sogar die größte sind. Also über einer Billion, deutlich über einer Billion, also 1.000 Milliarden Ja. verwaltetem Vermögen. Aber in Deutschland sind sie relativ unbekannt, relativ klein. Und die haben dann, stehen in Deutschland für Themen-ETFs, also Wasserstoff und künstliche Intelligenz und weiß der Kuckuck, was es da noch gibt, alle exotischen Themen. Und die wollten in Deutschland wachsen. Deutschland ist Wachstumsmarkt aus der Sicht von L&G. Und dann kam im Gespräch die Idee auf, warum machen wir nicht was zusammen? Etwas, was so ein bisschen anders ist als andere ETFs und nutzen so ein bisschen wenn man so will, meinen Markennamen und natürlich die fachliche Expertise von Legal und General, was das sozusagen wirkliche Aufsetzen und Umsetzen einer ETF-Idee ist. Das hätten wir ja nicht alleine machen können. Und so kam eins zum anderen. Weil es ist ja, das muss man ja auch mal dazu sagen, es ist ja nicht so einfach, so ein ETF aufzusetzen. Das sind ja ganz viele rechtliche und regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Das dauert dann ja auch seine Zeit. Ich wollte gerne noch ganz kurz wissen, du hast angedeutet vor 1,5 Jahren.
letzten Endes, wie lange hat es gedauert, den ETF tatsächlich an den Start zu bringen, sagen, okay, wir machen das wirklich, und dann ist er am 21. Juni gelauncht worden. Ich glaube, das waren 14 Monate, ne, also die ersten Gespräche vor 1,5 Jahren. Es stellte sich dann doch als aufwendiger heraus, als wir glaubten, weil unser ETF, wir kommen ja vielleicht nachher noch auf seine Eigenschaften und Details, schon so ein bisschen anspruchsvoller ist in vielerlei Hinsicht als das, was es sonst so gibt in der Sparte. Also das stellte sich als wenn man so will, herausfordernder heraus für uns. Legal & General und Solactive ist die Frankfurter Gesellschaft, die Firma, die den Index, ein ETF bildet ja immer einen Wertpapierindex ab, die den Index sozusagen technisch entwickelt hat. Solactive ist spezialisiert auf die Indexentwicklung, ist sozusagen so ein kleiner Wettbewerber von dem großen MSCI. MSCI als Indexgesellschaft ist jedem, glaube ich, ein Begriff vom MSCI World und so weiter. Solactive ist so eine kleinere Wettbewerbsveranstaltung, die aber sehr erfolgreich ist. Und also das alles stellte sich als aufwendiger heraus und deswegen hat es dann am Ende so lange gedauert. Und dann muss man sowas auch noch von der Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Die haben ja Bürokratie, kann man sich vorstellen, das dauerte auch noch mal 2,5 Monate und so weiter. Und dann ruckzuck waren wir bei 14 Monaten. Ja, okay. Du hast es ja gerade angesprochen. ETFs basieren auf Indizes. Ah, du hast ja gesagt, den MSCI kennt jeder, FTSE kennen wahrscheinlich auch die meisten. Die großen Vanguard, BlackRock und was weiß ich, State Street nutzen vor allen Dingen diese Indizes. Du hast deinen eigenen, du hast es gerade angesprochen, bei Solactive. Dein eigener Index heißt Solactive Gerd Komma Multifaktor, auch abgekürzt als Sol Gerd, finde ich sehr nett. Ja. Wenn du eine Sache rauspickst, was ist denn der entscheidende Unterschied von deinem Index zu den weltweiten, die wir sonst kennen, also MSCI und FTSE, von den Weltindizes? Also wenn du mir sozusagen die Pistole auf die Brust setzt und sagst, okay, den einen Unterschied, dann würde ich sagen, dass wir Schwellenländer und Industrieländer in einem Index haben, also die 23 Industrieländer nach MSCI-Definition. Natürlich das Größte in dem Sinne ist USA und so weiter. Ganze Welt, einschließlich Australien, Kanada, Japan, Deutschland etc. Und dann aber Schwellenländer, die 23, nee, 24 weit entwickelten, früher hieß es mal Dritte Weltländer, Schwellenländer, also China ist natürlich der größte Brocken davon, aber auch Länder wie Brasilien, Mexiko, dann Indien, Südafrika und so weiter. Und die alle in einem Index verpackt, das ist schon mal ungewöhnlich und das kombiniert mit sogenanntem Factor Investing. Wir kommen da vielleicht später noch drauf, was das heißt. Das gibt's in dieser Form nicht. Wir wollten so eine All-in-One-Solution basteln, sodass jemand, der eine einfache Lösung als Do-it-yourself-Anleger haben möchte und nicht 10 oder 12 ETF selber mühselig in seinem Depot zusammensuchen und dann zusammen, also integrieren und aufeinander abstimmen muss, das wollten wir. Und das ist so in einem langen Satz gesagt, so ein bisschen das Einzigartige, das Spezielle, was wir haben. Okay. Ja, lass uns die einzelnen Feature durchgehen. Das Multifactor-Investing würde ich gerne später nochmal drauf eingehen, weil das ist in der Tat was Spezielles und was kein anderer großer Weltindex drin hat. Du hast in deinem ETF sind etwa roundabout 2000 Unternehmen drin und ihr wählt sie aus nach zweierlei Gewichtungen. Also einmal 50% nach dem Bruttoinlandsgewicht, Inlandsrelation, also der Wirtschaftsleistung von Regionen. Und 50% Marktkapitalisierung, also welche Unternehmen am Markt am stärksten nachgefragt sind. Es gibt ja Renditeauswertungen dazu, also entweder nach Bruttoinlandsprodukt ein Index gewichtet, also Welt, wir reden hier nur über Welt, nicht Schwellenland oder Industrie, sondern komplett Industrie und Schwellenland. Das ist wichtig, glaube ich, nochmal zu betonen. Also die Auswertung nach Bruttoinlandsprodukt und die Auswertung nach Marktkapitalisierung renditemäßig nimmt sich über die lange Zeit nicht viel. Vielleicht hast du andere Auswertungen, aber das sind die, die ich kenne. Gerd, warum habt ihr denn trotzdem aufgeteilt 50% BIP, 50% Marktkapitalisierung? Was ist euer Gedanke dahinter? Konntet ihr, es ist ja nicht so, dass ihr euch nicht entscheiden konntet. Ihr wisst ja, du weißt ja, was du tust. Warum diese Aufteilung?
Richtig, also ich muss noch vielleicht einen kleinen Punkt ergänzen. Wenn wir die längsten verfügbaren Datenreihen betrachten, dann liegt sozusagen die BIP-Gewichtung etwas vorne. Aber du hast schon recht, also viel schenkt sich das nicht. Und der kleine Vorsprung eines BIP-gewichteten Portfolios vor einem reinen traditionellen marktkapitalisierungsgewichteten Portfolios, der wäre jetzt nicht ausschlaggebend gewesen. Hinzu kommt noch, das sagen wir mal, in den letzten 10, 15 Jahren war es ganz klar umgekehrt. Da hat Marketkapitalisierung quasi lag vorne oder wäre vorne gelegen in so einem Wettbewerb, weil halt die USA besonders gut rentierten im relativ zu anderen Ländern und in unserem Ansatz wird die USA etwas runtergewichtet. Also das sozusagen als Vorrede. Warum haben wir das gemacht? Nicht so sehr wegen der Rendite, die man seit 1970 messen kann, sondern eigentlich wegen des Risikos. Und zwar folgendes. Wenn ich mal die letzten 120 Jahre zurückschaue, und ich bin so ein Fan von langen Datenreihen, ich glaube einfach, wir können sehr, sehr viel, auch was Geldanlage anbelangt, ob das in Immobilien ist oder in Aktien oder in Anleihen oder Gold oder sonst was, aus der Vergangenheit lernen. Weil zum Beispiel die Vergangenheit sehr große Krisen enthielt. Und da kann ich schön beobachten, wie bestimmte Anlageklassen sich in diesen Krisen verhielten. Das muss man nicht immer eins zu eins in die Gegenwart oder in die Zukunft übersetzen und übertragen. Aber man kann sehr viel dabei lernen. Und ich kann nur wirklich davor warnen, die Vergangenheit so abzutun. Ja, ach, das ist ja alles schon so lange her, das betrifft mich, ist doch heute alles anders. Also das Gegenteil ist der Fall. Mit ganz seltenen Ausnahmen ist es wirklich so, dass die jüngere Vergangenheit, wenn ich nur die letzten 10, 20 Jahre hernehme, ein ganz schlechter, ganz besonders schlechter Indikator ist dafür, was in den nächsten 10, 20 Jahren passieren wird oder 30 Jahren. Und eben die letzten 50 oder 100 Jahre sind ein viel besserer Indikator. Es ist eine größere Stichprobe. Ne? Also jeder Statistiker versteht, glaube ich, auch jeder Nicht-Statistiker versteht, glaube ich, größere Stichproben sind besser als kleinere Stichproben. So, und in den letzten 120 Jahren, um zum Punkt zu kommen, gab es viele Fälle, in denen Länder mit großem Aktienmarkt, teilweise erstaunlich großem Aktienmarkt, ich sage es jetzt mal, von 100 auf 0 gingen, schlagartig. Beispiel Österreich im Ersten Weltkrieg. Also Österreich hatte damals einen nicht ganz vernachlässigt werden Aktienmarkt, dann kam der Erste Weltkrieg, der für Österreich insbesondere, auch für andere Länder, aber ganz besonders für Österreich eine Katastrophe war und der österreichische Aktienmarkt ging sozusagen von 100 auf 0. Dann Russland 1917, die russische Revolution, wir haben alle keine Ahnung von Geschichte, sage ich jetzt mal so ein bisschen arrogant, aber Russland hatte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts oder bis 1917 einen vergleichsweise großen Aktienmarkt. Ich aus der Erinnerung so circa 10% des Weltaktienmarktes war in viel auf den russischen und damals. Und das ging auch von 100 auf 0. Es gab die russische Revolution 1917, dann kamen 70, 80 Jahre Kommunismus und alle Unternehmen wurden enteignet. Also wirklich von 100 auf 0. Die Rendite Verlust war minus 100% sozusagen. Dann kam Deutschland 1939 bis 1945. Wir selbst haben sozusagen ganz, ganz böse mit uns, mit unserer Volkswirtschaft und auch mit unserem Aktienmarkt ins Klo gegriffen, ne, durch eigene Dummheit. Wieder ein Fall von fast 100 auf 0. Also der deutsche Aktienmarkt im Unterschied zum russischen überlebte so gerade eben noch. Ne? Also es gab noch so ein paar Unternehmen, der Verlust war über 95%. Dann dauerte es wieder ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann kam China 1948, 49, auch ein Land mit vorher relativ großem Aktienmarkt von 100 auf 0 endgültig. Also Nationalisierung, Verstaatlichung aller Unternehmen. Dann ein anderer Fall 1989 hatte Japan, 1989, das haben alle auch schon wieder vergessen, war der japanische Aktienmarkt 1989 größer als der amerikanische. Das muss man sich erstmal nochmal vergegenwärtigen und sacken lassen. Größer als der amerikanische. Es hatte in den 30 Jahren vor 1989 ein gigantisches Wirtschaftswunder in Japan gegeben. Davon haben
Also da ist das deutsche Nachkriegswirtschaftswunder Pillepalle dagegen gewesen. Und aufgrund dieses unglaublichen Wirtschaftswachstums und ganz besonders auch der japanischen Börse, aber auch des japanischen Immobilienmarktes, war eben der japanische Aktienmarkt, obwohl die Volkswirtschaft in Japan kleiner war als die amerikanische, inzwischen eben dann 44% des Weltaktienmarktes. Und dann kam das Platzen dieser Blase in Japan. Und wir alle haben, glaube ich, im Hinterkopf, dass der japanische Aktienmarkt dann 25 Jahre also desaströs rentierte, im Zeitlupenmodus quasi crashte. Das passierte gar nicht so plötzlich, sondern Jahr für Jahr und so weiter. Und wenn ich solche, nennen wir es jetzt mal, Failed State und Failed Exchange, Stock Exchange, Situationen, Börsensituationen betrachtet bei Ländern. Wir selber waren eins davon. Japan, die zweitgrößte Volkswirtschaft damals. Und wie gesagt, dann die Fälle von Österreich, Russland, China. Und wenn ich das mir alles vergegenwärtige, möchte ich dann in einem Land fast 70%, so ist es nämlich beim MSCI World Index, heute für die USA, in einem Land fast 70% meines Aktieninvestments haben. Muss ich das haben? Also ich finde, das ist einfach nicht besonders schlau. Und noch vor 2 Jahren gab es den Sturm auf das Kapitol. Ne? Also wir alle haben, jetzt sind ja die Rechtsstreitereien wieder in den Medien von Donald Trump. Also ich glaube, 30 Rechtsverfahren laufen gegen ihn. Die Dramatik damals, die vor 2 Jahren geschah mit diesem Sturm des Parlaments, dem amerikanischen Vizepräsident Mike Pence, der wurde mit dem Tod bedroht. Die Nancy Pelosi, das war die Parlamentspräsidentin, das ist das dritthöchste Amt im Staat, ebenfalls mit dem Tod bedroht. Führende Politiker in den USA sprachen damals von der Gefahr eines Bürgerkriegs. Und das war, glaube ich, nicht überzogen. Die Gefahr war real da. Und so. Und wenn ich das alles mir vergegenwärtige, möchte ich dann beinahe 70% meines Portfolios in einem Land und auf die Stabilität dieses Landes abgestellt haben? Nein, ich möchte es nicht. Ich sage nicht, dass die USA jetzt irgendwo kurz vorm Untergang steht, um Gottes Willen, will ich nicht sagen. Aber ich möchte einfach nicht diesen Klumpen, dieses Klumpenrisiko in den USA haben. Und das ist der Hauptgrund dafür, von der Marktkapitalisierung als alleinigem Gewichtungskriterium wegzugehen, um diesen dicken Klumpen USA aus meinem Portfolio auf eine Größe runter zu skalieren, die einfach verträglicher ist. Also das alte Gesetz, nicht alle Eier in einen Korb und nicht sozusagen 8 von 10 Eiern in einem Korb haben. Und warum habt ihr euch dann nicht gleich auf nur das Bruttoinlandsprodukt festgelegt? Ja, das ist natürlich die logische Anschlussfrage, weil wir offen gesagt so ein bisschen Bammel davor hatten, dass das vielen Usern da draußen, Anlegern da draußen zu radikal sein würde. Na, dann wäre die USA so auf 30-35% Gewicht im Aktienportfolio runtergeschrumpft worden von fast, im MSCI World von fast 70%. Und wir wollten irgendwo eine verträgliche Lösung. Mit unserem Fonds sind wir bei 45%. Das ist schon deutlich runter, ne? Und es ist immer noch eine hohe Konzentration in einem Land, aber eben nicht mehr so heftig. Also wir wollten eine für alle, möglichst viele Privatanleger verträgliche Lösung. Wir wollten keine Schocktherapie, keinen Radikalansatz. Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Ich kann nicht sagen, ob die nächsten 100 Jahre für die USA so erfolgreich sein werden wie die letzten 100 Jahre. Die USA, ein Land von 195 Ländern, die es auf der Welt gibt, ist die Ausreißer-Success-Story. Also ich bin so ein Geschichtsfan, vor allem die letzten sozusagen sogenannte moderne Geschichte, letzten 150 Jahre oder 250 Jahre. Die USA ist der positive Ausreißer und es muss nicht so gehen, so weitergehen. Und ich habe ja so ein paar Beispiele genannt, wo es eben nicht so gut lief. Und das wollen wir einfach so ein klein bisschen abmildern. Das war so der Ansatz und die Mischung, um eben das für viele von uns quasi verdaubar zu machen. Ich möchte mal noch eine ganz praktische Frage stellen, Gerd.
Wie macht ihr das in der Auswahl der Aktien? Gewichtet ihr zuerst nach Bruttoinlandsprodukt und dann macht ihr die Marktkapitalisierung? Also wie setzt ihr dieses 50%, 50 wirklich praktisch um? Genau. Also zuerst mal geht man vom Universum aus. Das sind sozusagen diese 10.000 Aktien, die es in den Weltaktienmärkten überhaupt gibt. Also 10.000 ist vielleicht gar keine so große Zahl, wenn man die zum ersten Mal hört, ne? Also 10.000 Unternehmen, das größte ist Apple, ne? Und dann das kleinste ist irgendwie hinter Klein-Kleckersdorf AG in irgendeinem Land, keine Ahnung, ne? Und diese 10.000 werden zunächst mal nach Marktkapitalisierung gewichtet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Apple habe, dann nach Marktkapitalisierung hätte Apple ein Gewicht von ungefähr 5%. Also auch schon eine Aktie, nur 5%. Das ist ja schon fast Stockpicking, ne? Genau, genau. Und jetzt gucken wir, na, die USA hat ungefähr einen Anteil von circa 35%, die US-Volkswirtschaft, einen Anteil von 35% an der Weltwirtschaft. Ne? Aber die Gewichtung des US-Aktienmarktes ist, wie ich vorhin sagte, so wenn man Schwellenländer mit reinrechnet, knapp 65%. Also wir liegen sozusagen mit dem Gewicht von Apple, wenn ich die volkswirtschaftlichen Größenverhältnisse betrachte, 65 zu 35, das ist im Prinzip um den Faktor 2, jetzt mal vereinfacht gesagt, erhöht. Ne? Und wenn ich jetzt nur das Beispiel Apple hier nehme, dann reduziere ich das Gewicht von Apple um die Hälfte, weil sozusagen, wenn ich rein nach Marktkapitalisierung gehen würde, weil Apple sozusagen aus der Sicht der Marktkapitalisierung um doppelt so schwer gewichtet ist, also der Faktor 2, ne, wie ich vorhin geschildert habe. Aber wir gehen ja auf so eine Mischung und deswegen kommt jetzt, dann käme dann Apple irgendwo zwischen nicht 5 und der Hälfte von 5, also 2,5 und 5. Das wäre dann im Durchschnitt 7,5 geteilt durch 2, sondern wir mischen ja diese beiden Verhältnisse. Ich will jetzt die Mathematik und Arithmetik nicht zu weit Genau, treiben, aber ich genau. glaube, das Prinzip wurde Ja. deutlich. Und für ein Land, für eine Aktie, eine große Aktie aus einem Land wie Indien oder sowas, das eigentlich und also wo die Börse sehr klein ist relativ zur Volkswirtschaft, da würde es andersrum funktionieren. Da würde dann das Gewicht erhöht werden. Ja. Diese Gewichtung ist ja ein augenfälliges Merkmal in eurem ETF. Ein anderes ist die Kappung. Also ihr kappt die Marktkapitalisierung beziehungsweise den Anteil eines Unternehmens, so muss man sagen, den Anteil eines Unternehmens auf 1%. Wenn man sich den DAX anguckt, da wird auf 10% Anteil gekappt. Der Dow Jones, na, der hauptführende Index in den USA, ist nicht begrenzt in der Marktkapitalisierung. Die Anschlussfrage, warum macht ihr 1%? Ja, wieder Risikomanagement aus wahrscheinlich genau den Gründen, die du gerade eben bei der Kapitalisierung gesagt hast. Aber warum dann nicht 2% oder 3%? Also Gerd, was ist da die wissenschaftliche Genau. Basis für dich, auf 1% zu kappen? Also es gibt keinen spezifischen Grund, jetzt 1,0% oder 1,5% oder 2,0% zu präferieren. Das ist eine willkürliche Begrenzung. Also die spezifische Zahl ist, wenn du so willst, willkürlich. Aber das Prinzip selbst, solche Mega-Large Caps wie Apple und Nvidia und Microsoft und die Alphabet-Aktien, also die Google-Aktien und so weiter, zu begrenzen. Fußnote, das betrifft ja sowieso nur circa 15 Aktien weltweit. Also, weil nur 15 Aktien weltweit oder 18, es kommt immer so ein bisschen auf den Zeitpunkt an, an dem man nachschaut, überhaupt die Grenze von 1,0 überschreiten würde. Ne? Also, aber es sind so diese Giganten, Mega Large Caps und Apple war in den letzten Jahren der größte. So, die zu begrenzen, das ist renditeförderlich. Ne? Das kann sich jetzt wieder keiner vorstellen. Was, Ja. Apple rauszuschmeißen, das soll mir bei der Rendite helfen? Da muss ich vielleicht 30 Sekunden ausholen. Also erstens mal, wenn ich generell haben kleinere Aktien, das fängt ja schon ganz groß an. Also alles, was kleiner ist als ganz groß, ist kleiner. Ich muss jetzt nicht echte Small Caps im Portfolio haben, um von dem
sogenannten Small-Size-Effekt zu profitieren. Also das Grundprinzip ist, wenn ich die letzten 100 Jahre Aktienrendite betrachte, dann haben kleine Aktien, also nach Marktkapitalisierung gemessen, kleine Aktien durchschnittlich höhere Renditen als große Aktien. Apple ist ein schlechtes Beispiel, weil es die Ausnahme ist, ne? Aber wenn ich in den letzten 100 Jahren jedes Jahr die 10 größten Aktien hergenommen hätte und am 1. Januar in die 10 größten Aktien investiert hätte und dann am nächsten 1. Januar wieder nachgeschaut hätte, was sind jetzt wieder die 10 größten Aktien? Also das wäre mein Portfolio gewesen, mein Index. Ich schaue immer, ich mache einmal im Jahr Rebalancing und investiere einfach immer in die 10 größten Aktien der Welt. Dieses Portfolio hätte den Weltaktienmarkt, also alle Aktien mit vielen, vielen kleineren Aktien, unterperformt, aber nicht in den letzten 10 Jahren. Ja. Ja. Und wenn das wahr ist und wenn alle Wissenschaftler das 20.000 Mal bestätigt haben, dann muss ich doch irgendwann mal akzeptieren, ich kann mich weigern, das zu akzeptieren, das ist jedermann eigene Entscheidung sozusagen, aber dann muss ich doch irgendwann mal akzeptieren, dass die Grundaussage, dass Mega-Large-Caps höhere Renditen haben als kleinere Unternehmen im Schnitt, falsch ist. Es ist andersrum. Und das ist der Grund, warum wir diese dicken, fetten Brummer nicht in der Größe, sozusagen in der Intensität im Portfolio haben wollen, ne? Wir wollen sie nicht komplett rausschmeißen, aber wir wollen sie, also es bringt renditemäßig nichts, das ist Ausnahme die letzten 10 Jahre. Und risikomäßig ist es noch schädlicher, ne? Wenn jetzt Apple eben den Absturz hätte von General Electric. General Electric war mal eine der 10 größten Aktien, wenn sogar nicht zeitweilig die größte Aktie der Welt und viele anderen auch, die heute nicht mehr existieren oder ja und so weiter. Also das ist jetzt war die lange Antwort auf deine kurze Frage. Ja. Für mich klingt das tatsächlich, dass du den ETF oder dass ihr den ETF tatsächlich konzipiert habt, auch für schlechte Zeiten. Du hast es schon öfter jetzt mal angesprochen, das Risiko zu begrenzen. Also ihr managt das Risiko ganz anders als die anderen ETFs, weil ihr eben kappt, weil ihr diese 50% macht. Rechnest du, Gerd, damit, dass wir tatsächlich in eine schwierige Zukunft schlittern, wo wir vielleicht Renditen sehen werden von bei Welt-ETFs oder Indizes von 4-5% und nicht mehr von 7-8, wie vielleicht teilweise 10 wie in den vergangenen Jahren. Also wappnet sich der Fonds oder hast du den ETF so konzipiert für eher schlechte Zeiten? Das klingt für mich so ein bisschen. Klingt so ein bisschen, weil wir tatsächlich. Also du hast das schön eigentlich schön zusammengefasst. Wir haben so eine Menge Elemente drin, die auf die eine oder andere Art eben Risikomanagement-Elemente sind und auch so das sogenannte schwarze Schwan-Risiko. Das ist ja diese Geschichte mit Russland und potenziell USA, wer weiß. Das ist schon alles richtig. Ich bin aber trotzdem kein Pessimist. Im Gegenteil, ich bin ein chronischer Optimist. Also ich glaube, dass die nächsten 20 oder 100 Jahre im Schnitt besser sein werden als die letzten 100 Jahre. Und wir hatten ja wahrlich genug schlimme Katastrophen. Ich denke, die Geschichte vorwärtsgehend wird, also die Weltgeschichte wird eine sehr holprige Veranstaltung sein, nur wie es auch in den letzten 100 Jahren war. Aber dass wir nochmal Weltkriege haben werden, das glaube ich nicht. Die Menschheit lernt zwar langsam, aber sie lernt. Dennoch ist es einfach klug, sich für den Fall, dass ich mit meinem Optimismus falsch liege, dass man sich da wappnet. Insbesondere dann, wenn diese Vorsichtsmaßnahmen eigentlich nichts kosten. Nicht sozusagen, das ist nicht wie eine Handyversicherung, ne? Wenn ich denke, ich könnte mal mein Handy verlieren. Ich habe schon 2 in den letzten 15 Jahren verloren oder sowas. Also ich kreiere jetzt ein Beispiel. Ich habe, glaube ich, 1 verloren mal. Und dann sage ich, okay, das möchte ich nicht mehr haben, dieses Pech oder dieses Risiko. Jetzt gehe ich hin und hole mir eine Handyversicherung. Das ist aber trotzdem keine gute Idee, weil Handyverlustversicherungen unglaublich teuer sind. Ne? Da zahle ich in einem Jahr schon das ganze Handy ab. Und also das wäre jetzt
eine Versicherung, die einfach zu teuer ist. Aber die Versicherungen, die wir eingebaut haben, die kosten ja gar nichts, ne? Also aus wissenschaftlicher Sicht zum Beispiel gibt es keinen einzigen überzeugenden Grund, keinen einzigen überzeugenden Grund zu glauben, dass die USA in den nächsten 100 Jahren wieder der positive Ausreißer sein wird. Übrigens ist die USA nicht der beste Aktienmarkt der Welt in den letzten 50 oder 100 Jahren, sondern je nach Zeitraum ist das Dänemark oder Schweden oder Australien, also auch Kandidaten, an die man nicht sofort denkt. Aber die USA liegt meistens ziemlich weit oben, je nach Zeitfenster. Und es gibt absolut keinen Grund, ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler und ich lese tausende, also ich habe tausende von Aufsätzen in den letzten 20, 30 Jahren wissenschaftlichen Aufsätzen gelesen, der jemals behauptet hätte, es gäbe strukturelle Gründe dafür anzunehmen, dass die USA weiter in Zukunft ganz oben sein wird. Und wenn ich mir das vorstelle, dann macht es absolut Sinn, nicht alle Eier oder 8 Eier von 12 in oder 7 von 12 Tänen in einen Korb zu legen. Und die Geschichte mit der Begrenzung auf 1,0 ist, das hatten wir ja schon erläutert, das ist eigentlich renditefördernd und risikomindernd aus der Sicht der langfristigen Datenhistorie. Und doch werden die ja Leute vorwerfen oder einige sagen, ja, das ist der dann nicht mehr prognosefrei, lieber Gerd, weil du greifst ja ein, prognosefrei ist ja quasi Marktkapitalisierung, lass es laufen und managet quasi dann das Risiko anderweitig, beziehungsweise lass es auf dich zukommen, lass es geschehen. Ganz kurze Antwort. Wie sagst du das, weil du sagst ja auch, dein ETF ist prognosefrei, aber ja, es werden die Leute sagen, nee, ist er nicht mehr, weil du hast verschiedene Features reingebaut. Also richtig, richtig, sozusagen richtig vollkommen passives Investieren, wenn du so willst, prognosefreies Investieren gibt sowieso nicht. Jeder Index wird vierteljährlich oder halbjährlich gerebalanced. Ja. Ich denke, also wir werden jetzt Ende dieses, sogar am Freitag werden wir einen Blogbeitrag rausbringen, der zeigen wird, dass alle möglichen Gewichtungsmethoden erstaunlicherweise besser sind als Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung ist eine sehr gute Gewichtungsmethode, vor allen Dingen auch, weil sie sehr preisgünstig umzusetzen ist. Aber Equal Weight, also Gleichgewichte zum Beispiel, schlägt langfristig Marktkapitalisierung. Sogar, du wirst jetzt beinahe vom Stuhl fallen, Zufallsgewichtung hat man auch schon getestet. Ist genauso gut wie Marktkapitalisierung. Factor Investing ist eine Abweichung von Marktkapitalisierung, schlägt Marktkapitalisierung und so weiter. Also niemand hat einen Anspruch auf die ewige Weisheit und die immerwährende, sozusagen überlegene Erkenntnis. Marktkapitalisierung ist ein guter Ansatz, ein preisgünstig umzusetzender Ansatz, aber ist nach allem, was wir gerade aus der Wissenschaft wissen, nicht der einzige gute und vielleicht sogar nicht der beste Ansatz. Und also man sollte die Geschichte mit prognosefrei nicht so wie die heilige Monstranz ewig vor sich hertragen. Kursprognosen und Market Timing machen wir nicht und in dem Sinne sind wir prognosefrei.